Freiheit und Abenteuer in den grenzenlosen Weiten der Prärie. So beschreiben Wildwestromane das Leben der Indianer Nordamerikas. Doch die Wirklichkeit sah anders aus. Die Zeit ihrer großen Kulturen ist schon längst vorbei, als vor 500 Jahren der weiße Mann seine Fahne in amerikanische Erde pflanzt. Mit den Bleichgesichtern kommen Handel und Waffen. Und auch die Krankheiten, die ganze Stämme auslöschen. Ihre Bitten um den Beistand Manitus werden nicht erhört. Im Unabhängigkeitskrieg machen die Siedler klar, dass das neue Amerika ihnen gehört. In Reservate getrieben, wird für die Indianer die Welt immer kleiner. Sie wehren sich. Aber gegen die Bleichgesichter haben die Ureinwohner Nordamerikas zuletzt doch keine Chance. Kennen Sie das Sprichwort? Wenn einer einen großen Traum hat, dann ist es bloß ein Traum. Wenn aber viele einen großen Traum haben, dann ist es Amerika. Dabei ist der Mythos vom American Dream, vom amerikanischen Traum, noch gar nicht so alt. Nicht einmal 100 Jahre. Und wie Amerika davor aussah, davon haben wir meist nur Klischeevorstellungen. Der Wilde Westen, oh naja. Und was dann noch davor war, davon erzählen nur so Fantasiebilder wie dieses hier. Man weiß noch nicht einmal, wie viele Indianer in Amerika wirklich lebten, bevor der weiße Mann kam. Und haben Sie gewusst, dass ursprünglich Indianer niemals ritten, sondern immer schön zu Fuß gingen? Also, folgen wir der alten Indianerfährte. Sehen wir, wie es am Anfang wirklich war. Hinter dieser Tür befindet sich der berühmteste Trampelpfad der Indianer. Glauben Sie nicht? Bitte. Bitte, treten Sie ein. Okay, heute ist dieser alte Trampelpfad ziemlich breit geworden und heißt daher auch Broadway, die berühmteste Straße in New York. Aber drehen wir das Rad der Geschichte einmal zurück. In die Zeit, als hier noch kein einziges Bleichgesicht herumlief. Es ist wie eine Reise in die fernste Vergangenheit. Und doch ist es gerade mal 500 Jahre her, dass er der unumschränkte Herrscher der amerikanischen Weiten war. Der Weißkopfseeadler. Heute das Staatsemblem der USA. Damals flog er über ein Land, in dem kein einziges Hochhaus stand, keine einzige feste Straße hindurchführte. Eine großartige, wilde Landschaft. Von den fruchtbaren Flussebenen des Südens bis zu den gewaltigen Wasserfällen des Nordens. Von den ausgedehnten Sumpfgebieten des Mississippi-Deltas über die legendären Ströme, an denen später die Goldgräber ihr Glück suchten, bis hin zu den trockenheißen Wüstensteppen der Sierra Nevada. Ein unerschlossener Kontinent, aber keineswegs menschenleer. Bis zu 12 Millionen Indianer lebten auf dem Gebiet der heutigen USA. Und im Südwesten erhoben sich ganze Indianerstädte, deren Ruinen heute noch auszumachen sind. Vor gut 1000 Jahren erreichte die Indianerstadt Cahokia am Mississippi eine Größe, die dem mittelalterlichen London entsprach. Unermesslicher Reichtum kennzeichnet dieses Land. Eine Wunderkammer der Natur, die im Überfluss alles bereithält, was Mensch und Tier zum Leben brauchen. Und so vielfältig die Natur, so vielfältig auch die Indianerkulturen. Zu der Zeit, da die Europäer gerade Amerika entdecken, haben schon über 500 Stämme das Land besiedelt. Meister der Jagd sind sie alle.
und die Jagd ist für sie ein heiliger Akt, bei dem der Mensch dem Tier mit großem Respekt begegnet. Niemals töten Indianer mehr Tiere als zum Leben notwendig. Das Bewusstsein, dass alles, was existiert, Teil einer großen Gemeinschaft ist, verleiht dieser Welt Würde und Schönheit. So individuell die vielen Indianerstämme auch leben, zwei Dinge haben sie alle gemein. Sie kennen keine Schrift und geben ihr Wissen nur mündlich weiter. Und Tiere sind für sie heiliger als Menschen. Besonders der Adler. Er ist der Bote des großen Geistes, weil er von allen Tieren dem Himmel am nächsten kommt. Die Schwanzfeder des Adlers ist für einen Indianer sowas wie ein Orden mit eingebauter Zauberkraft. Auf Indianisch heißt Adler nämlich Zaubervogel von unermüdlicher Kraft. Eine heilige Feder wie diese muss man sich verdienen. Durch besonderen Mut, bei der Jagd oder besser noch im Krieg. Oft gab es eine Feder pro erbeuteten Skalp. Um einen so prachtvollen Kopfschmuck zusammenzubringen, muss man allerhand Gegner skalpieren. Das sind die zwei Seiten des Indianerlebens. Einerseits verehren sie den Frieden und suchen einen Einklang mit der Natur und andererseits sind blutige Kämpfe an der Tagesordnung. Kampf ist für Indianer hauptsächlich eine Frage der Ehre. Kein Wunder, dass viele im Umgang mit Pfeil und Bogen echte Spezialisten waren. Für den, der es kann, eine Superwaffe. Denn schauen Sie nur, etwa 20 Pfeile passen in einen solchen Köcher. Ein geübter Indianer schafft es, innerhalb von höchstens 10 Sekunden einen Pfeil zu ziehen, den Bogen mit dieser Büffelsehne zu spannen, zu zielen und abzuschießen. Also 6 Schuss pro Minute. Keine 5 Minuten dauert so ein indianischer Blitzangriff. Pfeil, Bogen und Tomahawk. Das sind über Jahrhunderte die immer gleichen Waffen, deren Gebrauch die Indianer schon von Kindesbeinen an trainieren. Denn blutige Auseinandersetzungen zwischen den Hunderten von Stämmen sind ebenso an der Tagesordnung wie der friedliche Handel. Mit Ankunft des weißen Mannes aber werden Krieg und Handel eine ganz neue Bedeutung bekommen. In den ersten Europäern sehen die Indianer Nordamerikas allerdings kaum ernstzunehmende Eindringlinge. Eher ein merkwürdiges Naturphänomen. Und auch für die frühen Siedler sind die Wilden zunächst keine Rivalen. Die ersten Einwanderer wollen hier ein friedliches neues Leben beginnen. Wie der englische Farmer John Rolfe. Fernab vom kriegerischen Chaos in Europa, vom Hunger, von der Überbevölkerung und von religiöser Verfolgung in der alten Welt. Gut 100 Jahre nach Kolumbus gründen John Rolfe und seine Leute in Nordamerika die erste Siedlung, über der dauerhaft die englische Fahne wehen soll. Jamestown. Wie selbstverständlich nehmen sie ihre neue Welt in Besitz. Die Europäer sind seit dem 14. Jahrhundert ja unglaublich expansiv gewesen. Das ist der Wikingergeist der Europäer, die die auf die Schiffe getrieben hat und die ganze Welt mehr oder weniger teils entdeckt, teils erobert, teils geplündert hat. Das ist ja in Asien nicht anders gewesen als auch in Amerika. Das heißt, der Bevölkerungsüberschuss und vor allem auch die technische Überlegenheit und dann eben diese innere Aggressivität des weißen Mannes, die eben dazu geführt hat, dass auch Amerika europäisiert wurde. Noch im 15. Jahrhundert sind die Indianer die alleinigen Herren Nordamerikas. Die über 500 Stämme verteilen sich weit über das Land, vor allem in den Küstengebieten. Schriftlose Kulturen, von denen heute kaum noch eine archäologische Spur zu finden ist. Denn mit dem Wettlauf der Europäer um die Schätze Amerikas wird alles anders. Mit den Nachfolgern des Christopher Columbus dringen die Spanier von Mittelamerika her in den mittleren Süden und nach Florida vor. Spanier sind vor allem auf schnelle Beute aus.
Auf der Suche nach Schätzen vernichten sie die Kulturen der Maya, der Inka und Azteken. Zurücklassen sie verbrannte Erde. Anders als die Franzosen und Engländer in Nordamerika. Franzosen sind vor allem am Handel interessiert und stoßen weit in das Landesinnere vor. Die Engländer wiederum wollen Land, auf dem sie als Farmer frei von politischen und religiösen Zwängen eine neue Existenz aufbauen können, vor allem an der Ostküste. Ihre Feinde sind zunächst nicht die Indianer, sondern das Wetter und die Natur. Es ist eine bittere Ironie der Geschichte. Die englischen Siedler von Jamestown, die der Not in Europa zu entfliehen suchen, geraten schnell in noch größere Not. Den ersten Winter überlebt noch nicht einmal die Hälfte. Gewiss, in England hatte der Farmer John Rolfe sich noch vergewissert, dass sie auf dem gleichen Breitengrad siedeln würden wie zu Hause. Aber Jamestown ist nicht London, nicht klimatisch. Statt reicher Ernte und Gold finden sie bittere Kälte und Hunger. Noch eine letzte Chance haben sie. Die Neugier der Indianer. Die haben Interesse an den bescheidenen Mitbringseln der Europäer und tauschen dafür Dinge ein, die man noch nie gesehen hat, die man aber offenbar essen kann. Mais, Kartoffeln, Tomaten. Merkwürdig erscheinen den Indianern diese Bleichgesichter, die sich selbst nicht zu helfen wissen, aber doch so viele geheimnisvolle Dinge mit sich führen. Am geheimnisvollsten vielleicht dieses merkwürdige Tier, das sie Pferd nennen und auf dessen Rücken man sitzen kann. Ob englische Siedler, französische Händler oder spanische Eroberer, sie alle bringen Pferde aus Europa mit in die neue Welt. Und immer wieder entlaufen Pferde ihren Besitzern und verwildern in den Weiten des Kontinents. Ganz Amerika wird ihr Paradies. Eine neue Rasse entsteht, die wilden Mustangs. Sie sind nicht nur die erfolgreichsten Neusiedler, sondern gewiss auch die schönsten. Pferde und Indianer. Spätestens seit Karl May gehört das zusammen wie Cowboys und Colts. Oder können Sie sich Winnetou ohne Pferd vorstellen? Das Pferd war der erste echte Exportschlager Europas. Und was haben wir Europäer von den Indianern übernommen? Na, das hier zum Beispiel. Popcorn. Also Mais. Allein mit dieser Pflanze haben die Indianer im Osten Amerikas 3/4 ihrer gesamten Ernährung bestritten. Mais ist nämlich eine ganz tolle, großartige, pflegeleichte Pflanze. Ihr Anbau macht fast gar keine Mühe, wächst anspruchslos, sozusagen ganz von allein. Und wenn man dann noch Bohnen zwischen die Maiskörner wirft, dann klettern die Bohnenranken an den Maisstängeln empor. Mais und Bohnen. Fertig ist die eiweißreiche Vollwertkost. Mutter Natur hat die amerikanische Speisekammer mit lauter Wundern angefüllt. Die legendäre Fruchtbarkeit des Landes lockt immer mehr Siedler an. Bislang unbekannte Pflanzen werden zum Exportschlager. Mais, Kartoffeln, Kakao. Und der Farmer John Rolfe züchtet etwas, das alles in den Schatten stellt. Tabak. Tabak macht aus den armen Siedlern von Jamestown über Nacht reiche Pflanzer. Der amerikanische Traum beginnt. Ein Traum, der den Indianern völlig fremd ist. Die Mentalität der Indianer und ihre ganze Lebensweise, ihre Herkunft und so weiter war natürlich der europäischen denkbar fremd.